Mein Kollege Erhard Schärfer ist jetzt vor Ort und berichtet über Aktuelles aus und vor den Fraktionssitzungen. Ja, vielen Dank, Ina Baltes. Sie haben die Krise auf der Krim angesprochen. Das ist natürlich ein beherrschendes Thema hier auch auf der Fraktionsebene in den Fraktionssitzungen des Deutschen Bundestages. Und das hat auch unter anderem damit zu tun, dass am Donnerstag die Bundeskanzlerin eine Regierungserklärung abgeben wird zur Krise auf der Krim, aber auch rund um die Ukraine. Und dann wird sich da eine längere Aussprache anschließen. Insgesamt 96 Minuten sind vorgesehen am kommenden Donnerstag und entsprechend orientiert sich auch die Fraktionen hierhin in dieses Thema, sodass wir im Moment gar nicht wirklich sagen können, wie steht es eigentlich um die große Koalitionskrise, die es hier noch vor wenigen Wochen gegeben hat, von der der Vorsitzende der Unionsfraktion, Volker Kauder, auch gesagt hat, er arbeite ja inzwischen auch wieder vertrauensvoll mit seinem SPD-Kollegen Thomas Oppermann zusammen. Also wir wissen gar nicht, wie da die atmosphärische Stimmung ist vor lauter Ukraine. Auf der anderen Seite hat sich gerade auch am Thema Ukraine offenbart, dass es da doch eklatante Unterschiede gibt innerhalb beispielsweise der Fraktion der Linken in der Auffassung, wer da eigentlich recht hat, ob es Putin ist und Russland oder eben die ukrainische Opposition. Und vor allem ist man sich da relativ uneins, in Teilen zumindest, mit der Einschätzung der Grünen-Fraktion, die sich ja doch relativ uneingeschränkt auf die Seite der ukrainischen Opposition geschlagen hat. Mit diesem Thema werden wir uns weiter beschäftigen, also mit der Oppositionskrise sozusagen, wenn man so will. Wir schauen auf die verschiedenen Stellungnahmen, die es heute gegeben hat und gleich auch noch geben wird. Wir beginnen mit der Stellungnahme von Anton Hofreiter, dem Vorsitzenden der Grünen Bundestagsfraktion. Die Krise in der Ukraine erfüllt uns immerhin noch mit sehr, sehr großer Sorge. Wir müssen in der Ukraine als EU, als Europa mit einer klaren und eindeutigen Stimme sprechen. Wir müssen dafür sorgen, dass, wenn es am Sonntag mit dem Referendum wirklich zur Abspaltung der Krim von der Ukraine kommt, müssen wir Putin klar machen, das kann nicht folgenlos bleiben. Wir müssen deshalb den Plan der EU-Kommission, den Drei-Stufen-Plan über Sanktionen klar unterstützen. Es gibt allerdings auch Bereiche, wo wir denken, dass man weitergehen muss. Das betrifft insbesondere Waffenlieferungen an Russland. Es ist jetzt an der Zeit, alle Waffenlieferungen an Russland einzustellen. Es muss allerdings auch klar sein, dass man alle Gesprächsfäden nützen muss, um deeskalieren, um mit zivilen Mitteln die Krise zu deeskalieren. Man muss Putin gegenüber klar machen, dass sein Vorgehen Russland und seiner Machtbasis ganz massiv schadet. Deshalb ist es bedeutsam, wenn es wirklich, worauf im Moment alles hindeutet, zur Abspaltung der Krim kommt, ist es bedeutsam, dass die zweite Stufe entsprechend gezündet wird der Sanktionen. Die zweite Stufe, da geht es insbesondere um Reisebeschränkungen und Kontensperren. Da ist wichtig, dass das Umfeld von Putin, seine Machtbasis, insbesondere die Oligarchen betroffen sind. Wenn wir von Sanktionen sprechen, wenn wir vom Umgang mit Russland sprechen, sind wir aus grüner Sicht auch sehr, sehr schnell bei der Energiewende. Denn Russland ist der größte Lieferant von Energierohstoffen in vielen Bereichen für die Bundesrepublik Deutschland. Er ist der größte Erdgaslieferant. Er ist allerdings auch der größte Erdöllieferant. Und aus dem Bereich der Guss kommen auch erhebliche Kohlelieferungen in die Bundesrepublik Deutschland. Das bedeutet aus unserer Sicht, die Energiewende muss schneller gehen, die Energiewende muss beschleunigt werden. Als weiteres Thema haben wir auch diese Woche im Parlament in einer Aktuellen Stunde noch die Auseinandersetzung um den Optionszwang. Da haben eine Reihe von Bundesländern eine sehr, sehr gute Initiative vorgelegt. Und jetzt ist es an der Zeit für die Bundesregierung, Farbe zu bekennen. Wollen Sie den Optionszwang wirklich abschaffen oder trickst sich die CDU da außen rum? Das wollen wir diskutieren im Parlament, das wollen wir klargelegt haben von der Regierung. Und für uns steht natürlich vollkommen außer Frage, dass durch einen Koalitionsvertrag, auch einer großen Koalition, die Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungsmöglichkeiten der Bundesländer nicht eingeschränkt werden dürfen. Wir empfinden die Aussagen von Teilen der CDU da als absolute Frechheit in unserem föderalen System.
Anton Hofreiter für die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Grünen. Und das muss man ein klein wenig erläutern, was er da angesprochen hat. Im Koalitionsvertrag dieser Großen Koalition steht ja drin zum Thema doppelte Staatsbürgerschaft, dass sie für Kinder, die seit 1990 hier in Deutschland geboren sind, Kinder ausländischer Eltern, dass die, sofern sie hier groß geworden sind, geboren und groß geworden sind in Deutschland, dass sie dann die doppelte Staatsbürgerschaft bekommen können unter bestimmten Voraussetzungen. Also es muss halt nachgewiesen werden, dass sie hier tatsächlich groß geworden sind. Die Initiative der drei Bundesländer, die Anton Hofreiter eben angesprochen hat, nämlich Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg, die sieht vor, dass das auch gelten soll für Kinder ausländischer Eltern, die nicht hier in Anführungszeichen groß geworden sind, also einen Teil ihrer Kindheit und Jugend im Ausland verbracht haben. Darüber entspinnt sich jetzt also eine Debatte, auch innerhalb der Großen Koalition. Insbesondere Parteivize Strobel für die CDU hat das heftig kritisiert. Und wir haben nachgefragt bei Cemile Yusuf, der Integrationsbeauftragten der Unionsfraktion, zu genau eben diesem Thema, was sie unter anderem davon hält, von diesem Vorstoß der drei angesprochenen Bundesländer. Frau Yusuf, schön, dass Sie da sind. Was ist so kritikwürdig daran, dass drei Bundesländer eine Bundesratsinitiative starten? Unter anderem sind die Länder dafür da, aber auch eben der Bundesrat. Also kritikwürdig ist erstmal daran nichts. Im Grundgesetz ist verankert, dass die Länder Gesetzesinitiativen starten können. Wenn wir uns anschauen, dass kürzlich im Rahmen des Koalitionsvertrages die Kriterien für die zukünftige doppelte Staatsbürgerschaft vereinbart worden sind und die Ländervertreter bei diesem Koalitionsvertrag mit am Tisch saßen und kurze Zeit später etwas fordern, was nicht vereinbart worden ist, dann kann man die Verwunderung, glaube ich, auch unserer Fraktion verstehen. Baden-Württemberg gehört noch nicht zur Großen Koalition, soweit ich weiß. Also viele Länder waren an dem Koalitionsvertrag beteiligt. Ministerpräsidenten waren dabei, Parteispitzen waren beim Koalitionsvertrag vertreten. Und ich glaube, das ist ein Versuch, quasi das, was im Koalitionsvertrag anscheinend nicht zu Genüge für einige Länder ausgehandelt worden ist, über die Hintertür jetzt nochmal durchzusetzen. Wie ist denn Ihre ganz persönliche Position in dieser Frage? Wenn ich mich nicht verlesen habe, wären Sie durchaus auch offen und bereit, auf diese Punkte, die jetzt die drei Länder, die wir angesprochen haben, vorgeschlagen haben, durchaus auch zuzugehen? Da haben Sie sich nicht verlesen. Das war von Anfang an meine Haltung, dass ich gesagt habe, ich würde mir die doppelte Staatsbürgerschaft ohne jegliche Kriterien wünschen. Wenn wir uns jedoch anschauen, dass wir seit dem Jahr 2000, wo wir einen ersten Kompromiss hatten, der ja die Einbürgerung erstmal erleichtert hat. Ja, also davor mussten Menschen 15 Jahre in Deutschland leben. Ab 2000 konnte man nach 8 Jahren Aufenthalt sich einbürgern lassen. Und das Geburtsortsprinzip wurde in das Staatsbürgerschaftsrecht eingebettet. Es gab eine Erleichterung, aber wir hatten den Optionszwang. Und Ziel war es, mit diesem Koalitionsvertrag den Optionszwang abzuschaffen, dass wir gesagt haben, wir möchten auch denjenigen, Drittstaatlern die doppelte Staatsbürgerschaft ermöglichen. Die Kriterien, die jetzt aufgestellt wurden, hier geboren und aufgewachsen, also eine Geburtsurkunde, eine Meldebescheinigung oder ein Schulabschluss, das sind die Kriterien, die gefordert werden. Die halte ich persönlich für machbar. Das sind keine unüberwindbaren Kriterien. Und deswegen kann ich mit diesem Kompromiss auch sehr gut leben. Sie kennen sich mit dem Thema aus. Wie groß ist eigentlich die Diskrepanz zwischen denen, die für die doppelte Staatsbürgerschaft in Frage käme, nach dem, was im Koalitionsvertrag steht? Und wenn man das einfach weiterfassen würde und dieses hier groß geworden nicht so mit reinschreiben würde, wie groß wäre der Unterschied der Betroffenen? Also im Jahr 2013 hatten wir Zahlen, da hatten wir über 3000 sogenannte Optionskinder und nur 140 davon waren im Ausland gemeldet. Also nach den Kriterien des neuen Gesetzes würden diese 140 Kinder und Jugendliche nicht den Doppelpass behalten können. Ich denke, das ist auch vor dem Hintergrund, dass Innenminister de Maizière gesagt hat, wir werden in diesen Fällen auch gucken, dass wir eine unbürokratische Handhabung, auch einen Lösungsweg finden, ist das eine geringe Zahl. Und wie gesagt, also, dass man hier... Dann kann man es so gleich vernachlässigen, dann kann man es so gleich weiterfassen. Das kann man natürlich so argumentieren, aber im Koalitionsvertrag wurde eine Vereinbarung, ein Kompromiss vor dem Hintergrund der bisher herrschenden Optionspflicht sozusagen geschaffen. Und vor diesem Hintergrund ist der neue Weg ein guter Kompromiss und das Signal, dass wir sagen, nicht nur EU-Bürger, sondern auch Kinder und Jugendliche aus sogenannten Drittstaaten können jetzt den Herkunftspass der Eltern behalten und die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Das haben wir jetzt trotzdem bekommen.
Und wir dürfen gespannt sein, wie denn das Gesetz hinterher aussehen wird, ganz konkret, auch wie die Formulierung konkret sein wird, wie man denn nachweisen muss, dass man hier, Zitat, groß geworden ist und welche Zeiträume da in Frage kommen. Wie es heißt, gibt es einen Gesetzentwurf im Bundesinnenministerium, wonach man überlegt, ob man 12 von 23 Lebensjahren hier gewesen sein muss in Deutschland oder beispielsweise die Hälfte von 18 Lebensjahren, was dann 9 wären. Wir sind gespannt, werden die Diskussion Ihnen zu diesem Thema, die es morgen gibt, in der Aktuellen Stunde des Deutschen Bundestages um 15.35 Uhr ungefähr dann auch live übertragen zu exakt diesem Thema. Anton Hofreiter hat es ja eben auch schon angesprochen. Wir machen weiter im Reigen der Sprecher der Fraktionen und der nächste ist Thomas Oppermann. Der stand vor wenigen Wochen noch mit ganz anderen Themen im Blickpunkt. Das wird morgen auch noch mal in den Fokus rücken im Innenausschuss des Deutschen Bundestages, der sich noch mal mit der Edati-Affäre beschäftigt. Heute richtete Thomas Oppermann den Blick, wie so viele hier heute, auf die Ukraine. Wir sehen mit großer Sorge die Entwicklung in der Ukraine. Die faktische Besetzung der Ukraine durch russische Soldaten, aber auch die mögliche Einverleibung der Ukraine in russisches Staatsgebiet wären völkerrechtswidrig. Das kann nicht akzeptiert werden. Wir verurteilen das. Wir unterstützen die Bemühungen von Außenminister Frank-Walter Steinmeier, mit diplomatischen Mitteln immer noch Lösungen zu finden, auch wenn das geplante Referendum in der Krim nicht mehr abwendbar erscheint, muss doch bis zuletzt versucht werden, alle diplomatischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Wenn es zu Sanktionen kommt, dann muss genau bedacht werden, ob die Sanktionen auch das politische Ziel erreichen können. Und bei Sanktionen ist immer wichtig, dass der Gesprächsfaden nicht abreißt. Es muss weiter geredet und verhandelt werden. Es muss auch in solchen Situationen versucht werden, Lösungen mit diplomatischen Mitteln zu erreichen. Wir reden in der Fraktion in dieser Woche über den Haushalt 2014, aber auch über die Eckpunkte für den Haushalt 2015. Wir haben in 2014 zum ersten Mal seit 1969 eine schwarze Null, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Darauf sind wir stolz. Und im nächsten Jahr 2015 ist ein ausgeglichener, in Einnahmen und Ausgaben komplett ausgeglichener Haushalt ohne neue Schulden geplant. Das wäre der erste ausgeglichene Haushalt seit Jahrzehnten. Wir freuen uns darüber. Wir wollen unsere politischen Reformen ohne neue Schulden umsetzen. Wir wollen keine Reformen auf Pump. Das ist auch eine Entscheidung für künftige Generationen, denn die weitere Anhäufung von Schulden ginge immer zulasten der künftigen Generationen. Mit dieser Schuldenpolitik will diese Regierung aufhören und das wird die SPD-Fraktion voll unterstützen. Ich bin fassungslos über das Ausmaß der Steuerhinterziehung im Fall Uli Hoeneß. Offenbar hat Uli Hoeneß selber den Überblick über seine Steuerhinterziehungen verloren. Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, dass Steuerhinterziehung konsequent bekämpft wird, aber auch Steuerschlupflöcher, Steueroasen ausgetrocknet werden. Wir brauchen diese Einnahmen, um unser Gemeinwesen fair und gerecht nach Maßgabe der Belastungsfähigkeit der einzelnen Steuerpflichtigen zu finanzieren. Ich will, dass Uli Hoeneß ein faires Verfahren, ein gerechtes Urteil bekommt. Es darf weder einen Malus noch einen Bonus für ihn als Prominenten geben. Thomas Oppermann, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, hier mit zwei Themen. Einmal natürlich mit der Lage in der Ukraine. Er hat sich auch beschäftigt, wie Sie es gehört haben, mit dem Steuerfall, mit dem Steuerprozess Uli Hoeneß. Über den hat sich auch Gregor Gysi, der Vorsitzende der Linksfraktion, geäußert in seiner Stellungnahme vor einer guten Stunde. Und auch er stand einigermaßen fassungslos vor dem, was sich da abzeichnet und was da doch an Millionen auf die vermeintlich sichere Seite geschafft worden war.
Gregor Gysi hat sich aber auch beschäftigt mit der Lage in der Ukraine und der Krise auf der Krim. Da gab es ja am Wochenende durchaus irritierende Aussagen von seinem Fraktionsvize, von Wolfgang Gerke, der den Eindruck erweckt hat, als stehe er voll und ganz hinter der Position Russlands und auch Wladimir Putins. Und der vor allem auch die Grünen in die rechte Ecke gerückt hat, auch im wörtlichen Sinne, dass er gesagt hat, die Grünen gehören ganz rechts ins parlamentarische Spektrum, weil sie bestimmte Kräfte in dieser Übergangsregierung, nämlich faschistische oder rechtsextreme, als auch faschistische und rechtsextreme Kräfte in der Oppositionsbewegung nicht als solche gekennzeichnet und kritisiert haben. Da versucht man jetzt eine Sprachregelung zu finden, die das Ganze oder die Position der Fraktion dann wieder ein klein wenig vereinheitlicht. Gregor Gysi hat sich insgesamt mit der Lage in der Ukraine allerdings auch beschäftigt, hat davor gewarnt, dass beziehungsweise hat darauf hingewiesen, dass beide Seiten jetzt Schritte aufeinander zumachen müssen. Denn wenn es nicht so kommt, wenn man keinen gemeinsamen Weg findet, dann würde sich die Lage dramatisch verschärfen. Gregor Gysi. Ich kann nur davor warnen, das weiter zuzuspitzen. Ich weiß auch gar nicht, was die Sanktionen sollen. Es ist doch völlig klar, das erzeugt doch nur eine neue Sturheit, eine neue Abneigung. Also ich könnte gar nicht aufhören. Die konnten. Von dem entmachteten Präsidenten und seinen Vertrauten sind beschlagnahmt worden. Und zwar mit der Begründung, dass das alles gestohlenes Staatsgeld sei. Wusste man das nicht vorher? Warum hat man denn die Konten so lange offen gelassen? Und wie ist das mit den anderen Oligarchen und ihren Konten und dem ganzen Eigentum von Frankreich bis? Warum passiert denn dort nichts? Warum so einseitig? Warum nicht auch bei den anderen? Und zwar zumal die Ukraine in einer extrem schwierigen finanziellen Situation ist. Putin muss unbedingt von seinem militärischen Denken, von seinem militärischen Vorhaben abgebracht werden. Und der Westen darf nicht eskalieren. Wir brauchen Diplomatie, Diplomatie, Diplomatie. Ich sage es erneut, sowohl im Verhältnis zu Russland als auch im Verhältnis zur Ukraine. Aber noch was zur Regierung. In Spitzenämtern sind 5 Faschisten. Ich meine, es gibt da den Anführer einer Partei, die ist jetzt Regierungspartei, der gesagt hat, dass man an die Gewehre gehen soll, und zwar gegen die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten. Also ich bitte Sie, es gibt doch noch Grenzen. Und diese Regierung wurde von Obama sofort anerkannt und die EU und die Bundesregierung auch. Bei 5 Faschisten hätte man doch mal sagen können, die Leute, so geht es nicht. Es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Im Übrigen hat man sich, und das ist mir auch wichtig, lassen Sie mich das am Schluss sagen, ich höre dann auch auf, seit 1990 nie ernsthaft Gedanken um das Verhältnis der NATO und der EU zu Russland gemacht. Es gibt keine Sicherheit in Europa gegen und ohne Russland. Und wir müssen da jede Arroganz ablegen. Und wir müssen eine Lösung finden. Und ich bin vielleicht auch mal missverstanden worden beim Jauch. Ich bin überhaupt nicht für die Spaltung der Ukraine. Ich habe nur auf die Gefahr hingewiesen, dass es dazu kommen kann. Weil wir ja nie begriffen haben, dass das eine zweigeteilte Gesellschaft ist, die schon im Zweiten Weltkrieg sich völlig unterschiedlich verhalten hat. Die Ostukraine und die Westukraine. Und bis heute unterscheiden sie sich stark. Die einen tendieren zu Russland, die anderen tendieren zu Westeuropa. Und wenn man das nicht respektiert, kann man nur eine Fehllandung hinlegen. Ein deutlicher Appell von Gregor Gysi, auf dem diplomatischen Weg eine Lösung zu finden, auch wenn er jetzt nicht so wirklich optimistisch geklungen hat. Wie er das im Detail ausführt, das wird er machen am kommenden Donnerstag, wenn er antwortet als Oppositionsführer auf die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin. Donnerstag, 9 Uhr. Wir sind live dabei.